Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. So, herzlich willkommen bei Feelings. Es ist wieder Donnerstag. Hallo Leute. Ich bin traurig heute, sehr traurig, weil ich hab euch ja gesagt, this is us. Ich hab's nochmal gestartet von Anfang an. Gestern letzte Folge. Und das war ja, ich war ja schon längst über den Part drüber, wo ich die Sache kannte. Ich hatte ja nur bis Staffel 3 oder so geguckt. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und zum Ende, ich hatte das wirklich noch nie. Ich weine viel so, aber nicht bei Serien oder Filmen so. Also bei Filmen manchmal schon, aber so bei Serien denke ich dann, ja, mein Gott, das wart ja, zack, nächste Serie, heul nicht rum. Aber bei der Sache, ich habe richtig Tränen in den Augen gehabt. Das war This Is Us, guckt euch das, ich will das jetzt nicht erklären, wer das nicht weiß, was das ist, der wird halt doof sterben. Das muss man einfach wissen. Da geht es ja um diese Familie. Und für mich war das so, als wenn ich jetzt, also als wenn die Familie zu mir gesagt hat, so, Krömer, du bist raus. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Bei Halloween, Weihnachten und alle, du nicht mehr. Geh weg. Weg. Weg, weg, weg. Man hat sich verstoßen gefühlt, weil das ist ja bei einer Serie, ich kann ja niemanden anrufen. Ich kann ja nicht Randall anrufen und sagen, sag mal, wie geht's denn so? Ist jetzt alles, ist alles gut bei dir? Wie läuft's beruflich? Und das war richtig traurig, weil man auch weiß so, dann weiß man, ab der letzten Folge wusste ich dann erst, ach, das ist ja eine Serie gewesen. Das ist ja auch, wenn ich das jetzt nochmal von vorne anfange, ich hab lange rumgerechnet, ich glaube, wenn ich mir das alles nochmal angucke, das ist das exakt das Gleiche. Also, dass auch nichts verändert ist. Und jetzt ist auch, ja, ist das auch so eine Serie, wo man dann, kennt er das auch, wenn er in so Elektronikfachmärkten nochmal so durch die Regale guckt von DVDs und dann ist so Lost zum Beispiel. Lost hatte wie viele Teile, wie viele Staffeln? Ich glaube 7 oder so. Und jedes Mal seit Jahren laufe ich so durch und dann sehe ich Lost 7 und dann denke ich, was? Ist das, die sehen oder ist die neu? Haben die vielleicht gesagt, komm, ey, der Krömer, wir haben es gehört in Berlin, der wartet drauf, der würde sich freuen. Komm, wir machen das nur für ihn. Und dann denke ich immer, ich habe manchmal halt die schon in der Hand, dann will ich die kaufen. Und dann denke ich so, nee, ich habe die alle gesehen. Und This Is Us gehört jetzt dazu. Billions habe ich angefangen, auch eine geile Serie. Das ist, da kann ich ruhig mal, ohne zu spoilern, ich verrate euch einfach die erste Minute. Das ist kein Spoilern. Ein Mann liegt nackt auf dem Boden in seinem Apartment und dann kommt so ein Stiletto, also so ein Hacken, also nur der Hacken von Hackenschuh von einer Frau drückt so auf seinen Brustkorb und du denkst so, ah, nee, du denkst nicht, du weißt, das ist jetzt hier eine ganz fiese SM-Szene und dann holt man sich schnell nochmal Popcorn und guckt sich das an. Und dann denkt man natürlich, okay, er ist der Freier, sie ist die Sexarbeiterin, die Domina. Und dann kommt raus, seine Frau. Und er ist Bürgermeister von New York. So. Jetzt war natürlich scheiße, weil jetzt macht jeder den Podcast aus und guckt sich Billions an. Wenn jetzt vorbei ist, dann könnt ihr halt gucken. Vorher nicht. So, dann geht's jetzt los. Binden auf. Das ist so geil, dass das keiner hört, wenn ich rauche. Weißt du, das ist so eine geheime Geschichte. Das ist ein Geheimnis nur für mich. Wo alle denn denken, wenn er zu ruhig ist, was macht er denn in diesen Momenten? Meine Doktorarbeit schreiben. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Felix. Oh, ich werde schon am Bein berührt. Das hier tut los. Oder Tiere sind mit dabei. Man weiß es noch nicht. Ich mach die Klappe ab. Ach! Hi! Der Pianist! Und er spielt hier Klavier auf dem Tisch. Der, ja! Er hat's gefühlt. Ich mach das immer. Ich spiele immer das ja die Orgel. Ich auch. Du machst das ja beruflich. Ja, aber auch außerhalb. Toll! Die Hände sind immer so. Igor Levit. Wir sind uns persönlich noch nie begegnet. Wir sind befreundet seit Jahren auf Insta. Genau, wir folgen uns, wir liken uns. Ja, wir reden aber nicht miteinander. Wir schenken uns nichts zum Geburtstag oder Weihnachten. Ja, ich frage mich auch, wann es endlich soweit ist. Ja, wann gibt es ein Treffen? Heute. Ey, da freue ich mich. Ich auch.
Das Igor Levit. Du bist Starpianist vom Beruf. Das sagen andere, ja. Was sagst du, wenn du jetzt beim Arzt bist und gefragt wirst, beruflich? Musiker. Musiker? Ja. Ach so. Weil dann heißt es, wenn ich sage Pianist, dann sage ich, oh, wir passen auf mit den Händen. Ja, wenn du was am Hals hast. Genau. Aber sind ja bestimmt versichert auch, wa? Nein, geht hier nicht. Nein? Nee. Keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Nichts. Warum nicht? Weil es in diesem Land, glaube ich, gar nicht geht. Und natürlich. Ich mir dann auch denke, Plan B ist scheiße. Ich kann ja sogar meine Stimme versichern. Ja, aber ich habe... Schick mal Geld! Ich kann husten, schick Geld! Es geht nicht, ich krieg keine. Na doch, also auch Chirurgen. Also man hat so mir mal gesagt... Doch, Chirurgen auch, dürfen auch. Ich habe keine bekommen. Vielleicht liegt's an mir. Warst du unhöflich? Bist gleich reingepoltert, ohne guten Tag zu sagen. Versicherung! Nee, sie nicht. Man kriegt doch... Ich habe keine bekommen. Ich hab wirklich, dann haben die dich beschissen. Vielleicht. Oder haben die gesagt, das wird ja ein bisschen teuer, der ist ja Pianist, das ist ja ein Starpianist. Mir hat mal jemand gesagt, jemand, der Fenster putzt für einen Wolkenkratzer, wäre eine kleinere Risikogruppe als ich. Bitte? Ja, und dann hat mir das mal jemand so erklärt. Also du bist ja jetzt... Ich könnte ja Meschugge werden und zum Beispiel Angst vor der Bühne kriegen. Und das können die nicht versichern. Hä? Ja, so hat man mir das erklärt. Die sollten sich mal fragen, ob die sich versichern lassen und seitdem können ich's gegen nicht mehr versucht. Ohrfeige oder so. Ja, ja, ich habe es nicht mehr versucht. Also ich bin nicht versichert. Wenn ich dir auf die Nerven gehe und du haust mir die Flasche auf die Finger, dann werde ich hier dein Sidekick. Aber ich würde dir auch helfen, weil du einfach für längere Zeit frei hast. Genau. Wo wir schöne Sachen machen können. Wo bist du hergekommen? Wo warst du? Gerade aus Paris. Vor 4 Stunden. Oh, das ist so schön bei dir. Weil du kannst ja die ganze Welt bereisen. Du kannst ja überall spielen. Bei mir ist ja, mein Ausland ist die Schweiz und Österreich. Toll. Soll ich dich jetzt beneiden? Nee, da gibt's nichts zu beneiden. Aber in Österreich ist es lustiger als hier. Ist auch schön, natürlich ein wunderbares Land, auch wie die Schweiz. Was aber ich trete ja nicht mehr auf. Österreich in der Schweiz? Ich trete ja nicht mehr auf. Ich hab ja, seit wann nochmal? Ich weiß es gar nicht. Seit einem halben Jahr. Fehlt's dir? Noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich häufig gefragt, wie es wäre, wenn ich jetzt sage, ich bin mal für ein Jahr raus, ob ich das könnte. Hast du nie gemacht? Nee. Ich habe es mal gemacht. Es ist nicht schlecht. Also ich bin jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen auf Entzug, dass ich erst lernen muss mit dieser, Langeweile ist es nicht, aber mit diesem nicht gebraucht werden. Ich hatte den Plan, Ende nächsten Jahres für 6 Monate auszusetzen. Ja. Und der Plan stand auch fest. Und dann habe ich aus, weiß ich nicht, vorauseilender Angst darüber habe ich mir meine Auszeit selber zerstört, indem ich aber wieder angefangen habe, Konzerte. Ja, das ist natürlich doof. Ja, das ist so, ich schaff's noch nicht auf den Zug. Aber ich meine, wenn du nicht willst, dann mach es nicht. Ja, ich habe dann immer so die Fantasien, ich müsste ja mal Auszeit nehmen, wie sagt man in diesem Land, die Deutschen die Füße hochlegen. Auszeit. Ja, genau. Schluss mal mit Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, finito. Weißt du? Ja, genau, genau. Sitz mal zu Hause und guck in den Himmel. Ich denke mir so, nee. Abwarten und Tee trinken. Oh Gott, hör mir an. Trink doch mal ein halbes Jahr Tee, dann wird es dir richtig gut gehen. Wollen wir uns über deutsche Redewendungen unterhalten? Ich habe so eine innere Liste. Mach mal. Über Redewendungen, die irgendwas mit Waffen, Krieg und Tod zu tun haben. Ja, immer? Ja, ja, es gibt erstaunlich viele. Hast den Schuss nicht gehört? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Klar, irgendwas mit Schützengräben. Ja. Gefahr im Anmarsch, Schuss in Ofen. Schuss in Ofen. So. Da würde ich gerne mal wissen, wo das herkommt. Hat man früher in Ofen geschossen? Ich weiß es nicht, aber es hat immer sowas latent Kriegs-Todes-Ding und ich sammle die und ich finde die immer ganz furchtbar und dann fällt mir immer wieder ein neuer auf. 0815. War ein Massenproduktionsgewehr im Ersten Weltkrieg. Ja? Ja, hieß 0815. Wusste ich nicht. 0815, ach so. War ein Gewehr. Damit haben die irgendwie, ja, und dann, dieses Land ist so voll davon, von diesen. Wach. Ist schon, ich kenne immer dieses Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, genau. Achtung. Alarm. Arbeit. Achtung, Arbeit. Jawohl! Ja, Deutschland hier ist schon strange. So, ist schon. Trittst du hier, trittst ja auch auf. Ja, klar. Ich lebe hier. Du bist aus. Warte mal. Ich weiß nämlich was über dich. In Berlin und du hast Fahrräder. Sehr viele. Du hast 7 Fahrräder. Ich hatte mal 7, jetzt habe ich nur noch 3. Wo liegt das her?
Aber hast du denn eine Garage unten und da sind denn die Fahrräder drin? Die waren alle im Keller und dann ist jemand eingebrochen, hat die Hälfte geklaut. Ach so. Aber ich finde Fahrräder, ich sammle die. Und jedes Fahrrad für eine Laune. Ja klar. Das Bunte für den Sonntag, das Bunte, das Schwarze für Montag. Ja klar. Das Panzerrad, das Rennrad, eins ist pink. Panzerrad, da hast du es wieder. Ah, Panzerrad. Ja. Siehst du, das kommt jetzt irgendwie. Das ja, jetzt hast du mich angesteckt. Ja, und dann wirst natürlich. dann werden dir immer wieder welche einfallen. Die schon wieder. Hier, ich hab dir was. Ach, nicht schenken, stimmt. Ja. Eine Pistole bestimmt. Oder? Musikalische Handschellen. Was ist das? Von Wittner. Es sieht aus wie so ein kleiner Minischrank. Ja. Nein! Ja. Ja, ich hab's vergessen, wie es heißt. Dieser Metronom. Takt. Metronom. Der Taktangeber. Wie ist das jetzt? Du musst das aufziehen. Hier? Genau, zieh das mal auf. Krass. Ich bin ja überhaupt nicht musikalisch. Ja. Ist das für dich denn langweilig, wa? Wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keine du lad mich Mensch. Mal zum Geburtstag ein, dann würdest du sagen, oh, wie komme ich da drum rum? Ich möchte den nicht in meinem Haus haben. Ich würde ja behaupten, du bist nicht unmusikalisch. Ja. Und dann? Was machst du jetzt damit? Jetzt fängst du an, den ersten Ton zu spielen? Jetzt fange ich an zu spielen und das hindert mich daran, mein Tempo zu wechseln. Es erinnert mich immer an das Tempo meines Stückes. Kriegt das jetzt wieder, kann ich das einfach zu klappen? Es könnten auch die Deutschen dazu marschieren. Das könnte ich damit auch. Komm, lass uns über Deutschland reden. Was sagst du gerade? Was ist Deutschland? Ich habe gerade so, ich gucke mir die Wahlergebnisse an. In Brandenburg AfD 20%. Mhm. Berlin 10. Mhm. Was denkst du da? Also nicht, dass wir jetzt, ob die jetzt toll sind oder nicht, das hat sich wirklich erledigt. Ich denke aber weniger, was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Ich denke weniger an diese 20-22%. Ich denke mir dann immer so, wo sind eigentlich diese 78, die irgendwie auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren? Und ich habe das Gefühl, es geht niemand auf die Straße und demonstriert. Ja. Also, und das ist für mich eher so ein Gefühl von Unwohlsein, dass das. Geht's denen am Arsch vorbei? Trauen die sich nicht? Denken die nicht, ach, das macht mein Nachbar? Frag sie, lass uns sie fragen. Ja. Es ist, ich meine, in anderen Ländern, keine Ahnung, in Israel stehen 200.000 auf der Straße jedes Wochenende. Ja. Das wären in Deutschland 2,5 Millionen. Ja. Und wer steht hier? Aber hast du das Gefühl, dass das noch schlimmer wird? Also, dass ich nicht meine Hand über die Herdplatte halte, sondern dass ich noch drauf drücke, um dann zu merken, aua, das mache ich nicht mehr. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass mir mein Vertrauen so langsam abhanden kommt, darüber, oder nicht Vertrauen, sondern so ein Selbstverständnis, wie ich eigentlich lebe. Also darüber denke ich. Wo du lebst, oder? Wieso ich hier überhaupt noch lebe. Ja. Also wie lange und wieso und wie sich das so anfühlt, weil es fühlt sich gerade nicht gut an. Hast du so einen Impuls, dass du sagst, weg hier? Ja, manchmal. Ich hab das von vielen Leuten echt, dass viele. Aber nochmal, es hat weniger mit, also es hat nicht nur was mit dieser Nazi-Partei zu tun oder mit anderen, sondern eher mit Faschistenpartei oder, oh, jetzt kommen die Klagen rein. Hi, ich freue mich. Ist doch so, also sind Faschisten. Ja. Kann man ja öffentlich sagen. Sondern es geht eher so um den Umgang der Mehrheit damit. So, und ich finde das frustrierend und ich finde das auch teilweise wirklich atemberaubend, Kindergarten-like. Mhm. Und reflexhaft und doof. Mhm. Und das macht es eher, dass ich mir denke, okay, es ist wie so ein perfekter Sturm, wenn sich so verschiedene Doofheiten irgendwie aneinander reihen. Und das Resultat ist, dass seit Monaten jede Woche man mir erzählt, diese Faschisten haben 1% mehr und noch 1% und noch 1%. Und ich denke mir irgendwie so, okay, das ist mal wieder 1% weniger, dass ich hier unbedingt bleiben will. Und dann kommt immer die Reflexfrage, ja, wo willst du hin? Anderswo ist auch scheiße? Nee. Aber nee, glaube ich nicht. Ist es halt nicht. Ich hab auch so diese Gedankenspiele immer, weil ich mich mit vielen Leuten unterhalten habe, die Juri gesagt haben, ey, geh denn. So. Yeah. Und dann denke ich so, okay, also ich habe mich jetzt bei der AfD in den letzten 6 Jahren, glaube ich, nicht beliebt gemacht. Ich bin ja der Nazi, ne? Ich bin ja von, also AfD. Da haben wir AfDler, was gemeinsam. Ich wende schon seit Jahren Nazi-Methoden an. Ja, sagen sie auch über mich. Ist so, ne? Ja. So, wenn man was also gegen Nazis sagt, dann ist man Nazi, dann wendet man Nazi-Methode. Es ist eine Methode, den Nazis auf den Sack zu gehen. Vielleicht sind es deswegen Nazi-Methoden. Aber ich hab dann auch so, ich denke dann,
ja, wenn ich jetzt rausgeschmissen werden würde, würde ich dann sagen, ach, ist schade, oder ist das nicht einfach dann auch, wo man sagt, na okay, dann macht eure Scheiße halt alleine. Weil das ist ja dann anscheinend will ja die Masse dann irgendwie, will das ja dann. Ja, an meinen also, schwachen Tagen denke ich mir, ich weigere mich einfach über irgendetwas Politisches zu reden. Irgendwas. Ja. Solange diese grundsätzliche Aufmerksamkeit für sowas wie ich demonstriere gegen Faschisten nicht mehr stattfindet, dann rede ich nicht mehr über politische Themen, über irgendwelche Heizungen oder so. Das ist mir dann einfach egal. Es fällt mir so schwer, mit Menschen über Politik zu sprechen, denen offensichtlich nicht klar ist, dass Menschen wie ich bei bestimmten politischen Entwicklungen haben kein scheiß Leben, sondern kommen in Gefahr. Mhm. Also für mich wird es nicht, oder für viele andere wird es nicht unangenehm, es wird gefährlich. Mhm. Ja? Und ich habe irgendwie langsam auch keinen Bock mehr, das zu erklären. Mhm. Ich denke mir, okay, ich stand 2017 hier am Alex auf der Straße und habe irgendwie auch gerufen, wir sind die, was waren das damals? Wir sind die 86% oder wir sind die 87%. Mhm. Heute sind wir die 78%. Aber es steht kaum jemand auf der Straße. Mhm. So, und es gibt irgendwie so, es macht sich allgemeine Hilflosigkeit breit und so ein, ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ja, ich stelle mir schon häufig die Frage, wieso oder wie lange will ich hier eigentlich noch leben? Mhm. Und das nach 27 Jahren. Und das eigentlich sehr, sehr schön 27 Jahren. Ich will nicht über sowas nachdenken. Ja, ja. Nein. Aber man kann auch nicht, wenn es mehr wird, kann man auch nicht hierbleiben. Also wenn du auftrittst, ist ja wie bei mir. Du weißt ja dann, wenn du nicht vorher sagst, ich möchte euch hier in meinem Theater nicht haben, dann hast du diese 30%, die auch da sitzen. Ja klar, ich weiß auch nicht, wer bei mir im Publikum sitzt. Du spielst ja für die. Also ich hab's dann irgendwann gesagt, ich möchte euch nicht haben, geht weg. Mhm. So, dafür. Und was ist dann passiert? Naja, ich hab so 3 Jahre gebraucht. 3 Jahre Tournee, weil ich hatte in Dresden einen Vorfall, das war als es den Anschlag gab in Paris, in dieser... Im Bataclan. Ja, genau. Das war ein Tag vorher und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, so in Dresden, und hab mich dann politisch geäußert. Und dann war das irgendwie so von wegen, da darf man jetzt nicht drüber sprechen, weil das sind da Terroristen und die wollen wir hier in Deutschland auch nicht. Also irgendwie, das schaukelte sich so. Jedenfalls rief einer rein, aufhören. Weiter. Und dann stand ich da so und dachte, nee, warum weiter? Das ist jetzt hier, das Programm ist nicht kaputt. Also ich krieg das noch hin, hier weiter zu spielen. Aber ich kann nicht darüber hinweggehen, genau, dass du gesagt hast, das willst du jetzt nicht hören. Also lässt der Künstler es weg, weil es sonst Probleme gibt. Und jetzt mache ich das, jetzt gehe ich noch einen Schritt. Dann habe ich gesagt, geh raus. So. Mhm. Ist er dann gegangen? Ja. Es hat ein bisschen gedauert. Es war richtig unangenehm. Weil es natürlich nicht war, geh raus und er steht auf und geht, sondern na, warum denn? Ich habe da bezahlt. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Das habe ich auch erlebt ein paar Mal. Was ich in letzter Zeit erlebe, so ganz, ganz zart erstmal, aber ich finde es furchtbar, ist, ich hatte so ein paar Gespräche in letzter Zeit, wo es dann irgendwie hieß, naja, also hören Sie mal, das ist ja irgendwie toll, was Sie machen, aber bei diesem Programmpunkt oder wenn Sie dieses und jenes machen wollen, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir wollen ja auch nicht zum Beispiel wichtige Kunden oder Finanziers vergrätzen. Bei was war das jetzt, eine Gala-Vorstellung? Nee, nicht Gala, sondern auch einfach Veranstaltungsorte und da wird es dann echt haarig, weil wenn es dann sozusagen an die Kunstfreiheit geht, wenn ich dann indirekt gesagt was bekomme... Was hast du da gespielt? Es ging um ein Programm, was ich da vorgeschlagen habe, und es hat noch gar nicht stattgefunden. Sonst wird jetzt einfach schon gesagt, müssen wir uns mal angucken, ob das jetzt irgendwie so passt. Und da wird es dann echt unangenehm. So, also wenn es dann irgendwie darum geht, dass ich eventuell bestimmte Programme nicht mehr machen kann, weil vielleicht könnte es ja sein, dass man jemand... Also, hallo? Nee, das muss man dann ansprechen. Ja, na klar.
Ich hatte in Chemnitz, habe ich gespielt, hat einer, ja, weil ich hab irgendwann angefangen, ich bin politisch denkend, aber nie handelnd gewesen. Ich habe in meinem Programm nie Politik gemacht, weil Politik finde ich langweilig. Das ist für mich auch keine Kunst, zu sagen, Helmut Kohl ist doof, Angela Merkel ist doof, Olaf Scholz kriegt die Fresse nicht auf, jetzt hat er eine Augenklappe, hahaha, hihihi. Weißt du, wo ich da, es langweilt mich. Da kann man schön kafkaeske Geschichten erzählen, die ausbauen, ich kann fliegen, gleich kommt ein Elefant auf die Bühne. Ja. Weißt du, so, also Kunst halt. Ja. Und da ist so, Politik war immer so einseitig. Das ist immer die da oben, wir unten und Ende Gelände. Vorhersehbar, ja. Ja. Und dann habe ich aber angefangen, weil ich dachte, ich möchte mich nicht auf eine Bühne stellen und sagen, ich spiele nicht für Nazis. Ich wollte auch nicht bei Insta oder Facebook damals sagen, ich bin nicht für Nazis, sondern ich wollte das dann verbinden mit meiner Kunst. So, weißt du, dass du ganz klar weißt, um was das geht und auch darüber lachen kannst. So, und dann habe ich so Nummern gemacht gegen die AfD und da kippte die Stimmung oftmals. So, was war in Chemnitz? In Chemnitz war die Nummer dann dran. Ich hab das 2-3 Jahre gespielt und dann rief er rein, man müsste dir das Jochbein brechen. So, das war dann nochmal ein bisschen krasser als mach mal weiter. Mach mal weiter, weiß ich nicht, vielleicht musste er einen Bus kriegen. Weißt du, vielleicht war ein ganz toller Typ, er musste einfach einen Bus kriegen. Okay. Oder er blutete, weil er verletzt ist. Ich hab ihn rausgeschmissen wieder. Hab gesagt, okay, dann ist jetzt Ende Gelände. So, dann geh jetzt bitte. Interessant, ich hatte mal ein Erlebnis in Brüssel. Da wurde Trump gewählt und ich habe am nächsten Tag in Brüssel gespielt und es war eines der ersten Male, wo ich mal von der Bühne was gesagt habe und dann irgendwie gleich 10 Minuten, weil ich komplett verkalkuliert habe. Und dann hat einer reingerufen, ich war irre nervös, mir ist fast wirklich, also mir sind diese Zettel irgendwie mehrmals fast aus der Hand geflogen. Und dann hat einer reingerufen und gesagt, irgendwie, ich paraphrasiere mal, Fresse halten, Klavier spielen. Ja. Oh, das ist ein Punkt, um abzubrechen. Also nicht abzubrechen, sondern aber dann. Da habe ich ehrlich gesagt, sagen wir mal, eine halb andere Meinung, weil einfach objektiv betrachtet, der hat ein Ticket gekauft, nicht damit ich 10 Minuten rede. So, ja. Ich zwinge ihm ja, naja, ich zwinge mir was auf, ich zwinge auch ihm was auf. Der hat mir jetzt nicht gesagt, ich lass Züge über dich drüber fahren in irgendeinem Tunnel, sondern da hat er einfach gesagt, ich bin erstmal genervt. Und dann passiert er was. Er hat gesagt, Fresse halten, ich habe es mal paraphrasiert. Er hat gesagt irgendwie stop and play Beethoven. Das, so im Grunde hat er das gesagt. Also so ein Ding. Und dann ist einer aufgestanden. Genau. Und dann ist einer aufgestanden und hat dem Typen hingerufen, get out. Ja. Und dann habe ich mich hier gestellt, ich fand auch, das fand's total geil in dem Moment, und habe dann denjenigen, der auf meiner Seite war, gemaßregelt und gesagt, nee, der bleibt. Der hat, nochmal, der hat nicht gesagt, ich breche dir das Jochbein. Ja. Der hat nur gesagt, das nervt ja, mich, okay, fang an zu spielen. Dann ist, ja. Und wo ist da so die rote Linie? Ja, ich finde es okay, in so eine Auseinandersetzung zu gehen, aber wenn mir jemand schreibt, du, also ich weiß, am 4. Dezember spielst du da und da und ich schieße dich von der Bühne, klar, dann bemühe ich mich darum, dass der nicht kommt. Ist das passiert? Ja, klar. Und dann Polizei anrufen, Anzeige Polizei wegen anrufen und Mordversuch. Dann, und genau. Aber es waren wenige Fälle und das ist auch egal. Aber es ist, aber als das war, hatte ich nicht eine Sekunde mir die Frage gestellt, will ich eigentlich, wieso lebe ich hier? Mhm. Das hat jetzt echt eine andere Qualität, weil es so grundsätzlicher wird. Ja, damals, bei mir war es so, dass ich dann immer gesagt habe, du bist jetzt halt hier in Dresden oder in Chemnitz, bist du ein Dödel, der sich hier äußert. So, genau. Die anderen, die um dich rumsitzen, ich bestrafte, ich hätte auch sagen können, ich spiele nicht mehr im Osten. Und dann hätte ich gesagt, ich lasse mir von Nazis doch nicht verbieten, dass ich hier im Osten spielen kann. Genau. Wo ich seit, seit 15, 20 Jahren da spiele. Und durch diese permanente, durch diese scheiß 2 Nummern, die mich wirklich gequält haben, weil ich mein Programm ist bei dir bestimmt auch so, dass du, ich weiß nicht, ist das so ein, du spielst ein Stück? Ich spiele mehrere Stücke, aber ich rede ja dabei so, zum Beispiel. Aber die stellst du auch um, dass du sagst, das eine Lied kann ich nicht mehr hören, ich mache jetzt was anderes. So, total. Das war bei mir auch so. Bis auf diese 2 scheiß Nummern, ne, AfD wieder. Weil ich kam mir so bescheuert vor dabei, das immer wieder zu wieder. Seit ich rede über Rassisten seit 30 Jahren und bin seit 25 Jahren erst auf der Bühne. Also ich habe, weißt du, mich langweilt, dass ich so denke, da ist der Ansatz vielleicht falsch. So, also ich kann ja mit Humor
dich zu verarschen ist noch mal besser, als dich anzusprechen und zu sagen, ich finde dich doof. Ja, und über den Ansatz, du hast damit zum Beispiel aufgehört, also ich will jetzt überhaupt nicht die, das gar nicht vergleichen in der Tragweite, aber ich habe zum Beispiel aufgehört, dazu irgendwas in den sozialen Medien zu machen. Ich hatte einen ziemlich großen Twitter-Account, ich habe den gelöscht, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Sehr gut. Einfach weg dort. Ja. Weil es ist nicht mehr lustig, es hat noch nicht mal mehr Unterhaltungswert, es ist langweilig, es ist vorhersehbar, es ist doof. Und ich habe das gelassen und zwar echt auch eine gute Entscheidung. Mhm. Und jetzt stelle ich mir schon so die Frage, okay, was ist jetzt so die Form? Wie äußert man sich? Was macht man jetzt eigentlich? Ja? Nicht damit es wie so ein vorhersehbarer Pseudoaktivismus wird, der einfach nur mir selbst gefällt. Das ist, ja. Nur mir selbst. Umso mehr du, also ich habe das auch gemerkt, dass wenn ich mich gegen rechts gestellt habe, das war bei Facebook damals noch, dann verlierst Hattest du einen Facebook-Account? Ja, immer noch. Ach, das hast du? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Aber da passiert doch nichts mehr. Ich glaube, ich hab seit, glaube ich, 6 Jahren keinen mehr. Ich glaube, ich habe den auf stumm gestellt, weil ich immer so denke, ich will ihn eigentlich löschen, aber dann traue ich mich nicht. Bei weil mir ich denke, gibt's noch nee, dann stellt sich alle auf Facebook um und dann steht bei mir gibt es noch einen und ich komme nicht mehr rein, weil ich das Passwort nicht mehr habe. TikTok, bei mir. Ich habe einen TikTok-Kanal. Du hast einen TikTok-Kanal? Ja. Ach, du kommst nicht rein. Ich komme nicht mehr rein. Einmal falsch gedrückt. Also wir beide sind nur noch Instagram-Nutzer. Ja, aber da haben wir uns ja nun kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. Irgendwann hast du mir gefolgt. Bist du mir gefolgt? Ich weiß, ich habe irgendwas von dir mitbekommen, was ich toll fand. Was hast du denn mitbekommen? Ich weiß es nicht. Hast du bestimmt irgendwie dich wieder politisch geäußert oder so, wo ich dachte, der ist gut. Weil ich hab dann irgendwann mal was geliked und plötzlich warst du mein Follower. Ja, ja. Nee, weil ich kenne dich erst seit, ich glaube erst seitdem, wann habe ich dich denn, weiß ich nicht, 2 Jahre. Aber wir sind uns nie begegnet. Nee. Ja, weil ich vielleicht nicht in Konzerten bin da. Ja, und ich war nicht bei dir. Und jetzt trittst du nicht mehr auf. Jetzt bist du vielleicht noch einmal auf? Für dich, ja. Ich komme zu dir nach Hause. Ich weiß, wo ich dich hast du das gerade gehört? Was? Ah, siehst du? Was hast du gesagt? Wenn du auftrittst, spiele ich. Oh. Nehmt's auf. Oh, jetzt habe ich. Hört ihr das, wie wir uns die Hand geben? Und ich stehe zu meinem Wort. Oh, dann machen wir das. Jetzt krieg ich ja schon Lampenfieber. Ich auch. Was hör doch mal auf, hören? Spiel doch nicht so laut. Man hört mich doch gar nicht. Was willst du für ein Lied haben? Hast du einen Lieblingssong? Ich höre gerne, also klassische Klaviermusik ist Schubert immer. So. Schubert macht ja viele depressiv, bei mir nicht. Und jetzt sag mir nochmal, du bist unmusikalisch. Naja, hören tue ich's. Aha. Soll ich dir mal sagen, das ist meine Theorie, ist das Einzige, was uns beide unterscheidet, ist, ich kann das Handwerk. Ich habe manchmal, vielleicht kannst du mich denn schütteln und mich da, vielleicht ist das nur ein Fiebertraum. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auf der Bühne bin und ich mache Comedy, dass das auch ist wie Musik, weil es ist mit Timing. Ja, selbstverständlich. Und du hast Schnelligkeit drin, du hast Langsamkeit, du hast Traurigkeit drin, du hast Freude. Das ist relativ wenig davon vorhanden im deutschen Kabarett, aber ja, normalerweise. Bei mir schon, ich bin ja kein Kabarettist. Ich sag ja. Aber ja, natürlich, ein Buch lesen oder wie so eine Sinfonie, wo man sagt, du bist ja nicht auf einem Ton. Also da gibt es auch Kollegen, die sind auf einem Ton. Es ist auch so dieser Begriff. Freut mich, dass du überhaupt einen Ton hast. So, und dann, ich kenne kein anderes Land gefühlt, wo man von musikalischen Menschen spricht, außer hier. Ja. Was ist denn das? Musical Human Being? Habe ich noch nie gehört. Ja. Mir hat noch nie jemand in den Staaten gesagt, he's not musical. Was soll denn das sein? Insofern, das meint, das ist so ein Quatsch. Es gibt auch auf der Welt Kfz-Meldesteller, glaube ich. Ja, ist halt so ein Schrumpfbegriff, der einfach, du liebst das und du kannst es nur eben nicht spielen. Ja. Ja, okay. das stimmt. Aber es macht ja was mit dir. Es berührt dich. Du bist doch irgendwie, du, ja eben. Also erzähl mir nicht, du bist unmusikalisch. Ja. Ich entschuldige mich bei dir. Ich glaube, dass ich auch. Hör doch jetzt mal auf zu husten. Das ist doch jetzt alles in der Aufnahme zu hören. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ja. So. Nimm dir die Zeit, die du wieder brauchst. Nee, pass auf. Ich bin wieder da. Schon wieder so ein Ding. Aber ohne Pistolen. Nee, ich wollte noch sagen, als ich im letzten Jahr. War das Gewehr das bei Fuß. Jahr? Gewehr bei Fuß. Hast du wirklich, wie viele Dinge hast du denn? 30? Mach da ein Buch draus. Ja, ich glaube, gibt einen guten Vorschuss. Ja. Also, ich will dich nicht unterbrechen. Also, was wolltest du gerade sagen?
Nee, ich habe letztes Jahr habe ich noch Premiere gehabt, 15. September, das ist jetzt ein Jahr her. Und dann habe ich so meine Programme, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, werden relativ schnell zusammengeschustert. Ich brauche 2 Tage dafür und dann steht ein Gerüst im Kopf. Genau. Also nichts Geschriebenes oder so, sondern einfach Ideen. Halt. Genau. Und das ist eine Arbeitsweise, mache ich jetzt schon 20 Jahre lang. So, und dann ist am Montag ist vorbei, am Mittwoch kommt das nächste Programm. Dann gehe ich irgendwo hin, kleinere Bühne und dann improvisiere ich und dann merke ich, okay, kommt gut an, kannst du was draus machen. Und im letzten Jahr habe ich denn, weil ich wieder in diesem Fluss drin war, da hört was auf, da muss was anfangen, dachte ich so, die Zeit hat sich geändert. Ich bin nicht mehr an den Themen der Zeit dran oder besser gesagt, es gibt zu viele Themen. Die Leute haben zu viele unterschiedliche Gedanken, dass ich künstlerisch jetzt auf 0815, also 0815 war es jetzt nicht, aber es war so schnell hergestellt. Fast Food. Und was hast du gemacht? Ich habe das Programm gespielt und so ein Programm spiele ich sonst immer 2 Jahre und dann mache ich was Neues. Und da habe ich die Reißleine gezogen, habe nach 8 Monaten, also ich habe gesagt, 8 Monate spiele ich das bis zum Sommer diesen Jahres. Du spielst 2 Jahre ein Programm? Ja. Okay, ich spiele so ungefähr, ja, ich spiele 1 Jahr. Und? So 1,5 Programme. Ja. Wie 1,5? Naja, manchmal, also es sind ja, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine spiele, dann sind es normalerweise immer so eine Hälfte Pause, zweite Hälfte. Ja. Und dann manchmal würde ich auch nur eine Hälfte mal ändern oder so. Ja. Also es sind 1 bis 1,5 Programme, manchmal ein bisschen mehr. Bei mir ist es so absurd, weil ich so langfristig planen muss und es eigentlich nicht will. Wie lange musst du planen? Du, ich habe heute mit meiner Agentin gesprochen über Termine in 2027. Boah, nee. Ja doch, das ist so. Ist ja noch gerade, bei uns ist es so. Moment, ich muss mich kurz korrigieren mit meiner Managerin. Was hast du gesagt? Meine Agentin. Agentin so. Ist. Hast du nicht eine Agentin, Managerin? Nee, das Managerin ne, da ist kommt jetzt Beste. Eine Klavieragentin rein. Die soll meinen Fernsehmanager durchlassen. Ja? Wann kommt der Koch? War ja so 3-4 Jahre im Voraus zum Kreis. Bei uns sind das 1-2 Jahre und das hat mich schon immer genervt. Weil aber ich weiß doch nicht, ob ich da den Bock habe. Genau. Und bei mir kommt noch hinzu, nicht nur weiß ich, wo ich bin in 2, 3, 4 Jahren. Ja. Ich muss zum Beispiel sagen, was ich in 2 Jahren spielen will. So, und jetzt sitze ich hier und denke mir... Weil dann jetzt schon 2 Jahre vorher ein Programmheft erstellt ja, wird? Oder? Ja, weil es ist, ich bin ja nicht der einzige Pianist auf der Welt. Ach so. Ja. Na, das wusste ich ja nicht. Das hättest du ja ich gleich mit sagen Absicht müssen. So eine Kunstpause. Ist ja überhaupt nicht exklusiv, ich das Gespräch. Absicht ah, so nee, eine... dann lassen wir. Du bist ja einer von vielen dann. Such dir einen neuen für deinen neuen Auftritt. Nee, ich habe bis auch extra so eine Kunstpause reingelegt, damit du reagieren konntest. Ja, nee, also schon. Und dann gibt es irgendwie sowas wie, wir wollen ja vermeiden, dass es Programmdoppelungen gibt. Also sagen Sie mal, was Sie spielen wollen, weil da kommen ja auch noch andere Pianisten. Und dann muss ich dir irgendwie heute am Freitag sagen, in 2025 an so und so vielen Juni spiele ich dieses Programm. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt in einem Jahr sage, ich habe keinen Bock mehr auf das Programm? Oder in 1,5? Oder vielleicht sogar eine Woche vorher? Ja. Und das passiert und ist immer nicht ganz unkompliziert. Also bei uns ist es ja auch so, dass ich ja zum Beispiel dem Veranstalter ein Jahr vorher ein Plakat geben muss. Also ich muss ein Plakat abliefern und den Titel. Deswegen haben meine Titel auch nie irgendwas mit dem Inhalt zu tun, weil ich ja erst 2 Tage vorher anfange zu arbeiten. Weißt du? Du klingst, als würdest du dich echt freuen, das nicht mehr zu machen. Nee, über diesen Beschiss freue ich mich. Weißt was du? Machst du, wenn du merkst, du bist jetzt gerade auf so einem Entzug, noch findest du es okay? Mhm. Was machst du, wenn du irgendwann merkst, ist doch nicht okay? Dann habe ich da Angst vor, dass ich dann im Park irgendwie Rentner schubse oder so, weißt du? Weil jetzt ist es, um das zu Ende zu führen noch, ich habe dann so ein Programm wieder gemacht, was ich davor die Jahre auch gemacht habe. Und ich glaube, in meiner Kunst, vielleicht ist es in der gesamten Kunst so, ich hätte gerne einen anderen Ansatz. Und ich weiß noch nicht, wie der lautet. Bei der AfD ist zum Beispiel, ich habe meine Nummern so gemacht, AfD ist scheiße, verpisst euch. Und ich denke, wir brauchen einen anderen Ansatz. Wir müssen mehr wir müssen auf diese Lehre eingehen. Die haben ja keine Vorschläge. Da ist ja kein Ansatz da, wo man sagt, also wenn man die wählt, da wird ja alles besser. Weißt du noch, was der Ansatz der Antilopen war? Nee. Wie hieß der Song? Nazis rein? Nicht Nazis raus, Nazis rein.
Nee, habe ich, kenne ich nicht. Hammersong. Muss ich mir antiloben? Die gehören zu Deutschland. Ja. Und ja, ich, wie gesagt, das ist was, wie über dieses Thema sprechen, weiß ich, mir fehlen gerade auch so ein bisschen die, ja, die Ansätze. Ich meine, ich rede hier gerade mit dir über irgendwelche Beethoven-Sonaten und du kommst mir wieder mit Nazis. Naja, das ist halt meine Welt. Hier treffen zwei Welten aufeinander. Aber ja, ist auch leider gerade meine Welt. Aber nein, ich... Ich will nicht verdrängen. Ich will Kunst machen, aber ich will nicht verdrängen. Ich bin nicht Helene Fischer der Comedy-Szene, weißt du? Ja, ich frage mich, will, wie Kunst machen im Verdrängen überhaupt funktionieren soll. Naja, wenn ich jetzt 2 Stunden auf der Bühne stehe und ich sage nicht zu aktuellen Geschehnissen auf der Welt, dann... Ich glaube, bei vielen Künstlern klappt es auch so, dass man weiß, der ist denn so und so eingestellt. Da läuft aber die dann über die Fantasie. Hast du Kollegen, die so sind? Die nichts sagen? Ja. Ich finde, ich liebe Helge Schneider zum Beispiel, der das voll durchzieht und der seine Musik macht, der tolle Geschichten erzählt. So, und ich weiß auch, weil wir uns treffen und so, dass der mitdenkt. Der denkt mit. Der lebt nicht im Phantasialand und ist im Elfenbeinturm eingeschlossen. Aber der macht es nicht in seiner Kunst. Und dann habe ich davor großen Respekt, weil man, wenn ich ihn nicht kennen würde, persönlich, wüsste ich, glaube ich, hundertprozentig, wie der drauf ist. Aber er sagt was, wenn er gefragt wird. Ja. Er wurde ja ein paar Mal gefragt, hat auch ein paar Mal was gesagt. Mhm. So. Aber ja, du hast recht, in der Kunst macht er es nicht. Ich meine, in meiner Welt, ich bin nonverbal unterwegs, ich spiele quasi, ne, Musik ohne Text, ohne alles. Wie soll ich mich über... Ich muss ja etwas sagen, ich muss ja extra etwas machen, ich muss etwas sozusagen Werkfremdes tun, damit ich mich zum aktuellen äußere. Wenn du in Talkshows bist oder in Interviews. Ja, aber dann bin ich nicht als Pianist unterwegs. Aber dann redest du, dann weiß man ja, wie der Pianist drauf ist. Dann muss ich 2 getrennte Male auftreten und du kannst das in einem durchziehen. Ja. Und ich wünschte manchmal, ich könnte es in einem durchziehen, es geht nicht. Und deswegen fange ich jetzt an zu singen. Ja? Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt hier? Was denn? Nur wenn du mich am Klavier begleitest? Oh, weißt du, wer mein Lieblingspianist Comedy? Viktor Borge. Jahrhundertpianist. Oh. Viktor Borge mit der Muppet Show? Viktor Borge mit der Opernsängerin? Wow. Ich liebe das. Das ist so groß. Also man muss das erklären. Also er ist Pianist, da kommt die Opernsängerin, fängt an zu singen und lehnt sich so mit einer erstmal das mit dem Arm an und er hört auf zu spielen und gibt so ein Zeichen mit der Hand weg vom nicht hier anlehnen weg. Aber und dann kam diese laute Stelle und er erschrak. Aber was man einfach sagen muss ist, der Mann war ein unglaublicher Entertainer. Das ist sein Lehrer war glaube ich Schüler von Franz Liszt. Das ist so richtige höchste Schule. Das war ein voll ausgebildeter ganz, ganz toller Pianist. Und der hat dann diese wahnsinnigen Shows gemacht. Und ich muss auch sagen, die waren alle so gut. Liberace war ein Hammer-Pianist. Ja. Hast du den Film gesehen? Ja, mit Michael Douglas, ja klar. Hammer-Pianist. So, und das war, aber Viktor Borge, gibt ein Video, wo er mit einem Geiger so ein Kschadasch improvisiert. Das ist so irre. Und dann deswegen, mein Lieblingsvideo ist, wo er eben mit der Muppet in der Muppet Show auftritt mit einem kleinen Babyorchester und Tchaikovsky-Konzert spielt. Das ist einfach, ich leg mich weg. Ich liebe den, weil man hat sie gemerkt, der hat es voll drauf und hat ja Lieder nie richtig ausgespielt, sondern kam irgendwie ein Kommentar oder so. Man wusste, der macht das jetzt nicht, weil er das nicht kann. Aber sollten du und ich uns vielleicht irgendwann mal so treffen, ohne das zeige ich es dir. Ja. Ich kann es dir auch vielleicht ein bisschen beibringen und dann singe ich und du spielst. Klavier? Ja. Was spielen wir? Hick Hack die Hexe ist tot oder was? Ich mach dir deine ganze Karriere kaputt. Du hast mir meine Frage. Ah, so weißt du? Nee, das ist doch der da mit dem Kurt Krömer da. Du hast mir noch nicht die Frage beantwortet, was dein Lieblingssong ist. Ich weiß immer noch nicht, was ich bei dir bei deinem Comeback am Klavier spiele. Machst du das? Ich habe gerade die Hand draufgegeben. Ach, richtig öffentlich oder was? No. Um Gottes Willen, jetzt krieg Herzrasen. Ich auch. Merkst du das? Aber ich weiß wohl nicht, was ich hab richtig. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt krieg ich Lampenfieber. Ja, ich auch. Dann mache ich mir Monate Gedanken davor. Ja. Ich kann doch nicht die Nummer bringen, wenn Juli mit dabei ist. Das geht nicht. Kennst du den Witz, was ein jüdisches Dilemma ist? Ach, nee. Schweinerippchen zum halben Preis.
Ja, stimmt. Wegen Schwein. Und ich bin in Witzen sehr schwierig. Bei mir ist, ich kann hab keinen. Ich funktioniere nur mit jüdischen Witzen. Ich habe, glaube ich, keinen Humor. Jüdische Witze sind sehr gut. Mm. Sehr gut. Ich kenne keinen. Ich kenne nicht einen Witz. Ich kenne nicht mal einen deutschen Witz. Ich kenne nur jüdische Witze. Hast du noch einen? Ich kann wahrscheinlich vierstellig, aber ich müsste mir einen überlegen. Nee, ein. Welches Thema? Wie, mit Themen oder was? Gesundheit. Kohn geht zum Arzt und sagt, Doktor, kann ich nicht mehr pischen. Der sagt, wie alt sind Sie denn? 95. Genug gepischt. Pischen heißt was? Scheiße, ich hab... Pissen! Okay. 95, genug gepischt. Du merkst, ne, ich bin... Ich verstehe den, aber es kommt bei mir nicht... Man darf aber vielleicht nicht lachen, wenn man jüdische Witze als Erzähler, man darf nicht lachen. Vielleicht hat keinen Humor. Ist das so selbe Kategorie wie ich bin unmusikalisch? Naja, ich bin ja nur ein Komiker vom Beruf, also ist das ja... Du hast gerade ein bisschen geschmunzelt. Deine Augen haben vor Gericht stehen würde, wäre ich jetzt in Haft, weil ich gelogen habe. Ja. Aber vielleicht hasse ich das auch, wenn mich Leute ansprechen auf der Straße. Und dann kennen sie den? Passiert das? Ja. Und dann die sprechen Leute auf der Straße mit Witzen an? Ja, und dann weiß ich schon immer beim Angucken der Person, das wird so ein Witz ja dort eine Dreiviertelstunde jetzt. Weißt du? Und man weiß nach zwei Sekunden die Pointe schon. Und dann wäre es unhöflich, nach 25 Minuten zu sagen, verpiss dich, hör auf jetzt, ich kenne die Scheiße schon. Aber wie sollte man mich dann, was wäre so ein Äquivalent, wenn mir mal auf der Straße sagt, na pass auf. Ey, Levit, Papa, Papa. Das wäre sowas? Nee, pass auf, Herr Levit, ich hab ein Klavier bei. Kleinen Moment, ich spiele mal was vor. Wobei mich wirklich mal einer angesprochen hat und gesagt hat, würden Sie meinem Sohn Klavierunterricht geben? Ja? Ja. Und, was hast du gesagt? Nein. Der arme Junge. Ich habe einmal jemandem Klavierunterricht gegeben, weil mich mal jemand gefragt hat und ich musste leider sehr deutlich werden. Ja? Der war musikalisch. Weil er schlecht war, oder? Ja, das hat nicht gereicht. Oh, das ist wie beim Gesang, wa? Wenn dann einer sagt so, ich mal den Titelsong aus der Titanic, Und dann machst du dir keine Freunde. 3 Sekunden und du weißt, das ist jetzt fernab von, du musst noch ein bisschen proben. Ich sag dir, die Blicke der Eltern waren gefährlich. Weil die dann gesagt haben, der ist ein Wunderkind. Ja, die haben mir dann irgendwie erzählt, der Matthias Mozart. Und so. Wir haben ihn doch schon Mozart genannt, Herr Levit. Wir haben da schon eine Tournee geplant für 2027. Matthias Amadeus, genau. Und da muss ich leider sagen, das reicht nicht. Und dann wurde ich nicht besonders nett. Ja. Also alles ist freundlich geblieben, aber nicht nett. Ja, vielleicht war das Kind doch froh, weil es ja keinen Bock hatte. Nee, ich glaube, der wollte richtig. Ja, scheiße. Ja. Kleinen Kindern zu sagen. Aber hast du das nie gehabt, dass jemand mal sagt irgendwie, hey, wie kannst du mir mal einen Tipp geben, wie komme ich? Ja, schon, klar. Schon, oder? Ja. Was machst du denn? Ich mache das gerne. Also ich merke jetzt so, dass ich in so einem Alter bin, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, dass ich jetzt nicht irgendeinen Scheiß erzähle, sondern dass ich richtig Tipps geben kann. So. Hast du mal jemanden gecoacht? Nee, noch nicht. Würde ich auch nicht machen. Ich bin mehr so der Kandidat, mach das, was du denkst, dass sie nicht verbiegen. Frag nicht, was soll ich machen, sondern mach das, was du möchtest. Das ist schwer. So, weißt du? Geh das ist sehr, auf Stand-Up. Sehr, sehr schwer. Das ist ja in Berlin, ich war jahrelang nicht mehr draußen. Es gibt super viele Stand-Up-Clubs. Früher gab es halt zu meiner Zeit das Scheinbar-Varieté mit Open Stage. Ja. Und ich würde jedem jungen Menschen sagen, bist du da hingegangen? Ja, Jahre. Ich habe da gewohnt. Aber bist du auch auf die Bühne gegangen? Naja, klar. Wir haben da geschlafen sogar. Weißt du noch dein erstes Mal? Wie sich das angefühlt hat? Ja, fürchterlich. War es so? Ja. Es war, die Nummer ging 8 Minuten, hatte ich mir so vorgestellt. Mhm. Super lustig natürlich, wie ich halt so bin, ne? Und dann gehe ich auf die Bühne mit der Geschichte und ich merke, das funktioniert gar nicht. Keiner hat gelacht. Und das Ding war in meiner Scheinbar, das war der Spruch, jeder darf machen, was er will, aber nicht über 8 Minuten, weil sonst hätte das den Zeitrahmen gesprengt. Ne? Und dann habe ich so gemerkt, also ich bin jetzt bei der Hälfte der Geschichte und hier kommt gar nichts. Und dann habe ich ins Publikum geguckt, habe gesagt, ja gut, Ich gehe dann jetzt nach Hause. Und dann hat eine Frau in der ersten Reihe, die sagt, ja, mach mal.
Also weißt du, es war nicht mal so, weißt du, oh Gott, ist der scheiße, sondern es war Mitleid. Es war einfach, geh nach Hause und ich komme mit. Ich bewundere das so sehr. Ich habe in letzter Zeit so Interviews oder Videos geschaut, wo so meine Lieblingscomedians und Lieblingskabarettisten irgendwie von ihren Anfängen erzählt haben. Also Dave Chappelle und andere so. Ist die gleiche Geschichte. Ich gehe raus und, oder irgendwie Jon Stewart hat es auch gesagt, ich gehe raus und ich erzähle was und die Reaktion ist einfach uninteressant. Einfach gar nichts. Ja. So. Und das bewundere ich. Also weil ich bin ja in einer Luxusposition. Ich spiele ja nur Zeug, das haben andere geschrieben. Ja, und vor allem, weil du 1000 Stunden geprobt hast. Ja, aber auch als kleines Kind, also wenn du zum ersten Mal auftrittst, du spielst was von dem die Menschheit sagt, das ist gut. Kann ich jetzt als Laie in dein Konzert gehen und höre ich denn Fehler? Ja. Dass ich so denke, oh, was war denn da los? Ich behaupte, du würdest, wenn du 3 Konzerte hörst, würdest du mit demselben Programm, würdest du sagen können, welches war besser und welches war schlechter. Ja, nee, ob ein Fehler da ist, ob du falsch gespielt hast. Je nach Fehler würdest du es hören. Machst du Fehler? Ja. Ich habe mich gestern voll in die Scheiße gesetzt. Einmal. Wie? Ich habe mich totgelacht über mich selbst. Warte, keine Ahnung, ich habe mich verheddert. Und eine Gitarre rausgeholt, der weiter spielt. Und die sagt, nein, ich habe mich einfach verheddert. Und dann habe ich mich totgelacht. Hast du einen falschen Ton gespielt? Ja, eine ganze Menge. Also 10 Sekunden. Und nicht abgerutscht und aus Versehen auf die Nachbartaste, sondern... Ja, doch. Aus Versehen auf die Nachbartaste und dann die nächste Nachbartaste. Oder, nee, eher so... Das passiert, und ja, dann klar. Überspielst du das und dann denken natürlich dann alle, naja, der extra gemacht. Ja, einer kam zu mir und sagte, boah, können Sie gut improvisieren? Ja. Aber ja, das passiert. Ich bin, glaube ich, noch nie ausgestiegen. Dass du gesagt hast. Als ich gesagt habe, ich habe den Text vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Weil du hast ja Noten auch. Nee, das meiste spiele ich auswendig. Ja? Ja. Aber ich habe noch nie, glaube ich, ich habe mal ganze seitenweise Stücke ausgelassen. Ja. Das passiert. Weil du früher nach Hause wolltest, wegen Sportshow. Genau, der Bus fuhr. Aber, Warte mal, wir kürzen die mal ein bisschen ab. Es hat mal jemand im Publikum, ich habe angefangen zu spielen, so ein irre langes Stück, 40 Minuten Musik. Ich habe eigentlich 2 Minuten gespielt und da hat ein Herr zu seiner Frau deutlich und laut vernehmbar gesagt, wann ist denn dieses Stück endlich vorbei? Aber das kenne ich. Das sind die Männer, die mit müssen. Weißt du, da sagt die Frau, die hat eine Karte im Januar gekauft für Hugo Leavitt, der am 22. Dezember spielt. Ein Jahr freut die sich darauf und er muss mit, habe ich auch. Und was, wie merkst du es? Naja, also wenn ich die sehe, ich sehe ja das Publikum nur bis zur 3., 4. Reihe, manchmal gar nicht, der sitzt ja da gelangweilt. Also sie lacht und er ist genervt. Ja, und du hast das also er muss dann, das sind die Mitmüsser. Die müssen du hast mit. Irgendwie Interaktion. Ich habe ja keine, in dem Sinne keine Interaktion. Meine einzige ist der Applaus. Ja. So, aber das ist doch mal einer sagt, wann ist denn das endlich vorbei? Hast du das beim Spielen gehört? Ja, klar. Ja, ich habe auch schon beim Spielen erlebt. Wann ist denn endlich vorbei? Da hat die Leute schon ans Telefon gegangen. Nicht nur Handy geklingelt, sondern ans Telefon gegangen. Das geht aber, nicht. Das darf ja, man doch, nicht aber machen. Passiert. Das ist also. So war ich hier sitze. Einer ist mal ich habe gespielt und er ist ans Handy gegangen mit den unvergesslichen Worten: Ich kann gerade nicht. Ja. Aber das finde ich respektlos. Ja, aber auch irgendwie, ja, ich finde das respektlos. Nee, weil das ist so die feine Kunst irgendwie. Das ja, aber ich meine, wie drüber wirst du sein, aber dass dein Handy klingelt und du gehst ran und sagst, ich kann gerade nicht? Das hat mich auch ein bisschen beeindruckt. Aber also, das ist so diese Konsumverhalten, dass man halt, ich hab dich gekauft, ich hab dir eine Karte gekauft. Du genau, ich kann machen, was du willst, was ich will, ja. Das finde ich auch scheiße. Da bin ich auch dann, wäre ich auch ausfallend. Bist du schon mal ausfallend geworden? Ja, natürlich. Ich hab jetzt nicht gegen Nazis, sondern einfach so. Nee, Besoffene. Hast du das schon mal gehabt? Dass erstmal eine Viertelstunde später denkst du, kommt jetzt hier der Bürgermeister oder was? Will mir den Schlüssel überreichen? Und dann merkst du, Leute, die können einfach nicht aufhören zu reden untereinander. Ja. Dann werfe ich meinen bösen Blick, aber ich habe noch nie gepöbelt. Gute Idee. Nee, ich hab schon ganz oft, habe ich dann gesagt, weil die dann immer so dazwischen gequatscht haben.
immer gequatscht und dann, das bringt dich durcheinander, weil du bist dann, also. Und was hast du gemacht? Ich habe gesagt, komm, also hier Klaus Kinski-mäßig, komm auf die Bühne. Dann habe ich ihm das Mikrofon gegeben, habe gesagt, so, die nächste Dreiviertelstunde gehört dir. Und dann bin ich von der Bühne gegangen. Und was ist dann passiert? Naja, denn viele fangen dann wirklich an, irgendwas zu erzählen. Ja, hey, ja, Leute, nicht dein ja, Ernst. Und merken dann, das kommt nicht an. Also die Leute hassen den dann, ne? Und dann kippt die Stimmung. Dann wird gebuht. Und dann komme ich wieder raus und sag so, siehst du, ja, ich mal so einfach. Stell dir mal vor, du spielst, du bist am Klavier und dann redet immer einer. Weißt du? Ja, schön, habe ich schon, hat er am ZDF auch gespielt, ganz klasse, wunderbar, das toll. Ist mir noch ist nie, das ist mir noch nie also passiert. Also nicht mal Lob, sondern redet, ja? Das ist mir noch nie passiert. Es ist mal passiert, dass ich während des Spielens gemerkt habe, dass jemand, und jetzt muss ich aber dazu sagen, ich spiele ohne Brille, ja. Aber ich sehe nicht so viele ohne Brille. Ach so. Also ich sehe nicht okay, viel im Publikum. Ja, aber ich habe mal gehabt, dass im Konzert ich gesehen habe, wie so ein Pärchen angefangen hat rumzumachen in der zweiten Reihe. Nein. Ja, die fanden es richtig hot. Das ist so ein Fetisch. Und das fand nur ich bei Pianisten kommen. Stell dir das mal vor. Oh, Igor Levit ist wieder in der Stadt. Ich habe schon zwei Karten, Baby. Stell dir das mal vor. Die erogene Zone ist eine Beethoven-Sonate. Der ist doch geil. Intellektuelle, würde ich mal sagen. Können wir ein Buch drüber schreiben. guter Vorschuss. Jedenfalls, das fand ich aber irgendwie super. Ja, na, das hat was. Ja, total. Und die sind wild geworden. Also ich meine, die haben richtig, das war eine richtige Szene. So, die saßen da irgendwie in der Ecke und haben da... Aber so reden, so dazwischen reden und irgendwie, das habe ich noch nie erlebt. Also richtig, dass ich sagen musste, irgendwie, was geht's noch? Ja. Also Handys ja, also Handys ist auch das Einzige, wo ich irgendwie so die Toleranz verliere. Ich hab das immer, wenn ich jetzt im Kino bin oder im Theater, ich hab das ist oberste Regel aus die Scheiße. Ich würde wirklich, ich hab eine große Fresse und so, aber ich würde... Also erstmal würde ich mich zu Tode schämen im Theater und dann wäre es auch so respektlos. Na, vor allen Dingen wundere ich denke, mich. Ja, ist doch ja. Mittlerweile von jedem Konzert kommt eine Stimme aus mir auf und bitte schalten Sie Ihre Handys aus. Bitte machen Sie keine Fotos und bitte machen Sie keine Videos. 2 Minuten ins Konzert hinein, Fotos, Videos, dann setzt irgendwas in den Sand, steht sofort auf YouTube. Mhm. Es ist denen einfach, es ist so, manchen Leuten ist das einfach egal. Weil so gewohnt, also das ist die Gewohnheit. Ich habe auch, wenn ich manchmal Serien gucke beim Streamer, check ich nebenbei Insta oder meine E-Mails. Und dann denke ich so, also ich denke selbst dem Serienmacher, Macherin gegenüber ist da unfair jetzt. Aber jetzt sage ich dir, gleichzeitig, wir kritisieren das hier so. Also bei jedem Konzert heißt es bitte keine Videos, bitte keine Fotos und so weiter. So, dann machen die Leute das und wir kritisieren das jetzt hier gerade. Und gleichzeitig, also ich will nicht für dich sprechen, aber ich gehe dann irgendwie nach dem Konzert ins Hotel und mache dann Instagram auf und dann sehe ich irgendwie unter Erwähnungen, hat jemand ein Video hochgeladen von meinem Konzert und ich reposte das dann, ohne drüber nachzudenken. Ja. Das heißt, eigentlich belohne ich die noch dafür. Und eigentlich ist das so Frage, also eigentlich müsste man dann eigentlich sagen, sag mal, Ich glaube, das Game haben wir verloren. So, weil, deswegen meine ich, also wenn irgendwann Leute muss man bei vielleicht mir auch mitfilmen, manchmal, aber ich das meine manchmal ich, dann Kandidaten, muss man aufhören, die filmen eine Stunde mit und dann, also beim Spielen denke ich dann nur, ja, ist doch jetzt eigentlich schade für ihn, weil er guckt das jetzt nur durchs Handy. Aber das meine ich, also, darüber ständig zu reden, dass die einfach irgendwie denen alles egal ist und die, wir haben es halt auch bestärkt. Ja. So, wir finden es halt, also, bei Videos, muss ich auch sagen, ist jetzt nicht mal ein Raub von Kunst oder so, weil die Qualität ist so schlecht, es dauert nicht lange. Aber du ist klar, kannst ich es jetzt auch nicht verkaufen. In fast jedem Konzert, also ich würde sagen in 6 bis 7 von 10 Konzerten, immer auch regelmäßig an den leisesten Stellen kommt. Das war ja noch früher geil, irgendwie so ein Nokia. Oh, Entschuldigung, hab einen Fax reinbekommen. Ja, entschuldigen Sie bitte. Das war früher mal so. Aber kennen die es aus? Man nur den Fax an. Früher war es so. Ja, genau. Und dann wird immer weiter bimmelt. Heute ist es übrigens noch häufig auch noch Klassik-Klingelton. Ach so. Ja, klar. Heute ist es. Und du sitzt da gerade, spielst du. Ja, genau. Es passiert alles. Und dass die denn, aber was auch krass ist, das ist dann, da musst du richtig Arsch in der Hose haben, 5-mal klingeln lassen. Ja klar, weil du willst ja auch nicht, dass die Leute merken, es ist dein Handy. Denke ich immer, Dingi,
du stehst doch kurz vor der Köpfung jetzt, gleich wirst du getötet, du musst doch jetzt mal rangehen. Weißt du nicht, wo dein Handy ist? Es gibt Menschen, die machen mit Absicht keinen Mucks, weil sie sich denken, dann wissen die Leute, es war mein Handy. Wenn ich so raushole und man dann noch dann sieht, bist du der Arsch. Sie machen das nicht. Also ich meine, ich wirklich, das passiert irgendwann mal, aber zum Beispiel, dann denke ich mir wieder, okay, Herr Meier, also dein Handy hat gerade geklingelt. Ja. 20 Minuten später klingelt dasselbe Handy. Das ist und schwierig. Da, also weißt du, so beim ersten Mal, dann kann ich mal drüber lachen. Ja. Beim zweiten Mal, beim dritten, mein Rekord liegt bei 7 oder 9 Mobiltelefonen in einem Konzert. Ja. Da gab es dann auch eine Schlagzeile, dann gab es irgendwie so eine Zeitung geschrieben. Irgendwie, keine Ahnung. Es war absurd. Wo ich mir denke, okay, Freunde, ihr wisst jetzt da, schaltet eure Handys auf. Ja. Keine Chance. Also ich finde das bei so Konzerten, Theaterstücken respektlos. Gehst du noch in Konzerte? Ich habe auch, wenn es bei mir bimmelt, ist egal. Dann drücke ich da einen Spruch rein, irgendwie das Gute, lachen alle. Und durch den dummen Spruch wissen dann auch alle, mal gucken, ob meins noch an ist. Aber so beim Konzert, du kannst nicht aussteigen, du kannst nicht aufhören zu spielen und dann zu sagen, also weil du bist dann auch in so einer Position, dann muss man so Leute maßregeln, hören Sie bitte auf damit, das ist so, und das will man ist so auch unsympathisch. Nicht. Und das auch will wenn man du auch nicht. Ja, weißt du? Gehst du eigentlich ins Konzerte? Nee, ich habe seit 8 Jahren irgendwie eine Einladung für die Philharmonie von der Frau mit dem Horn. Sarah Willis. Ja, genau. Yeah. Die hat mich immer eingeladen. Die ist super. Aber ich habe jetzt ja auch Zeit. Jetzt kann ich das ja machen. Du hattest 8 Jahre keine Zeit für einen Abend Philharmonie? Es war übertrieben. Ach so. 8 Monate. 3 Jahre. Aber warte mal. 4. Also, das heißt, okay, 4. Soll ich dich jetzt in ein Konzert einladen oder warten, bis wir dann gemeinsam auftreten? Das, mein Würdest großes du das Manko gerne ist in mein der Geiz. Mein Geiz ist, ich muss eingeladen werden, weil es so teuer ist. Willst du übrigens dieses gemeinsame, willst du das in der Philharmonie machen? Dann musst du nicht mehr lange warten. Wie? Naja, man könnte das ja in der Philharmonie machen. Unser Konzert? Ja, klar. Um Gottes Willen, ich krieg gleich eine Herzinfarkte. Aber es wäre doch geil. Einen Schlaganfall. Ich krieg in meinem Podcast einen Schlaganfall. Aber es wäre doch der Hammer, findest du nicht? Du glaubst, ich scherze hier. Nein, ich hab's jetzt schon. Beim ersten Mal dachte ich, ja, klar, diese typische, lass mal was machen. Nein. Oder was jeder Gast da, lass mal Kaffee trinken. So. Nein. Passiert doch nicht. Nein. Auch wegen mir nicht. Ich denke drüber nach. Sagst du das jetzt nur so, weil du sagst, ich denke drüber nach und tust es dann trotzdem? Dass ich sage, lass einen Kaffee trinken und dann mach ich es nicht. Doch, ich denke drüber nach. Möchtest du mir dann eine Privatnachricht über Instagram schreiben? Wie ist denn das? Darf ich eigentlich du sagen? Wie heißt das? Möchtest du in meine DMs sliden? Das geht noch. Du, Herr Lewitt, wir können ja so anfangen. Du, Herr Krömer. Ja. Weißt du? Ich habe heute so mein Deutsch, ne? Entweder sagst du, obwohl Englisch ist, ist egal. So? Der Vorname und dann Sie. Nee, schon. Also das ist aber dann alte Schule. So. Das mag ich ja irgendwie. Helmut und dann Sie. Du, Herr Meier. Du, Herr Meier, das ist ja. Ja, Frau Schulze. Wer redet so? Und du, Herr Meier? Gibt's? Doch. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, da ist so du. Viel Hass drin. Du, Herr Meier. Du meinst sehr distanzierend. Das ist ja, sehr das ist, so, ich denke. Also oh Gott, das, krieg ich, da krieg ich die das kriegst du von mir noch, aber mehr nicht. Ich hasse dich. Okay, du gehst jetzt nicht. Gehst du aus? Ich habe letzte Mal im Kino gewesen. Ah ja. Was hast du gesehen? Der Pianist. Oppenheimer habe ich mir angeguckt. Wie war's? Ich fand's, also ich war in einem großen Kino hier in Berlin und ich war ewig nicht im Kino. Und der Film ist für das Kino gemacht. Und wenn du dennoch mitbekommst, die Scheiße hat wirklich stattgefunden, kriegst du richtig Angst. Also guter Film. Ich fand den sehr gut. Ich fand ihn sogar, der ist so gut erzählt, wenn du nicht weißt, was eine Atombombe ist. Selbst weißt dann du's? Merkst du, ich glaube, hier ist irgendwie richtig die Kacke am Dampfen. Das letzte Mal, als ich im Kino war, habe ich den Elvis-Film gesehen. Ach, ich dachte, du hast Elvis gesehen 1950. Ja. In der Waldbühne. Der Elvis war da mit dem Michael. Ja, ja, da fand ich, also Tom Hanks, wusste ich nicht, warum, was soll das da mit dem Gummi im Gesicht? Ich fand ehrlich gesagt nur eine Szene wirklich gut. Spiel doch einfach so, wie du aussiehst und dann muss man... Ich fand nur eine Szene wirklich stark, wo er seine Band stimmt, ein- und einstimmt. Ja.
Aber was mich beeindruckt hat, war es wirklich das erste Mal seit vielleicht 6, 7 Jahren, wo ich wieder im Kino war. Und das fand ich irgendwie super. Ja, diese, wieder im Kino sein. Da war auch so schön irgendwie, dass man so mit Menschen zusammen im Kino war und alle waren irgendwie ruhig und alle waren natürlich wegen dem Film da. Genau. Uns hat vereint, wir sind alle wegen diesem Film hier. Ich war jetzt, und es hatte was Schönes, das hatte wirklich, hat mich sehr gerührt. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs und habe mir unterwegs diese beiden alten Tim Burton Batman-Filme angeschaut. Ja. Oh, so geil. Und dann habe ich mir gedacht, das würde ich gerne nochmal im Kino sehen. Ja. Diese so Danny DeVito Pinguin einfach im Kino, diese Szenen und diese Police Academy Teil 7 auch nochmal gerne. Auch Teil 1 bis 6, ja klar. Austin Powers. Da war ich schon zu alt. Der rosarote Panther. Ja, das ist ja noch geil. Oh, das ist so gut. Alle 6. Nummer 5 lebt. Oh Gott, alte Filme. Es war einmal in Amerika. Auch geil. Ist extra meine, wahrscheinlich, ich würde sogar fast sagen, es kommt. Es 4 Stunden oder mal, so, ja, aber keine Minute lang. Das tue ich mal schlauer, als ich bin. Ist meine Lieblingsoper. Ist dieser Film. Eine Oper? Ist für mich einfach nur, ist wie eine Oper. Ja? Es ist wie so ein episches. Ist so, ja, ne? Ist für mich schon, ja. Boah, ah, der finde ich auch gut. Komm, wir können mal so einen Film, Kinoabend machen mit Chips. Ja. Ja. Scheiß auf das Auftreten. Wir fressen uns voll mit Chips. Nein, du nimmst mir hier nicht den Auftritt der Philharmonie weg. Nein, das ist hier Zusatz. Ich krieg richtig Angst, weil ich auch, aber wir hören jetzt erstmal auf. Wir hören jetzt mal auf. Wir sind wirklich am Ende. Und der Bus kommt, wir müssen. Los. Ja. Wie war das schön? Toll. Total. Ist so, ne? Ja. Wir machen ja noch weiter, also wir sind ja noch nicht am Ende. Jetzt kommt ja noch der Deluxe-Teil. Ach, okay. Ja, stimmt. Da wird jetzt gleich, die Wand geht auf, der Steinway wird reingeschoben und dann hören Sie exklusiv Du willst überlebt. Wirklich die Philharmonie vermeiden. 3 Stunden live. Freut ich habe meine 16. Drauf. Ich werde mir nicht alles anhören, weil ich hier los muss. Es ist ja Wochenende, ich muss mal einkaufen. So, wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Igor Levit, Dankeschön. Danke dir. Endlich. Tauschen wir noch Nummern? Ja, machen wir gleich. Dann müssen wir nicht hier billig über DMs leihen. Mach's gut, Nachbar. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.